So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Rush. Wir hängen gerade so ein kleines bisschen hier an der eisernen Herausforderung und daher will ich doch jetzt meine Strategie mal ein bisschen abändern. Wir versuchen uns mal mit Thor. Oh, Midgard! So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich will auf jeden Fall von der Idee her dabei bleiben, hier einen Waldhüter zu machen. Hier in der Mitte. Das. Und da nochmal. Aber abgesehen davon will ich jetzt mal ein paar schwächere Türme bauen. Archers ready. In der Hoffnung, dass das ein bisschen hilft. Midgard. Du gehst direkt mal nach oben, mein lieber Thor. Und dann schauen wir doch mal. Einfach draufhauen und Erfahrung sammeln. Das ist alles, was ich von dir erwarte, Thor, okay? Okay, Level 2 hast du schon, das ist gut. Jetzt auf den bitte. Jetzt mal dem hier bitte aufs Maul geben. Jetzt da wieder Erfahrung sammeln. Einfach nur dafür sorgen, dass da nichts durchkommt, okay? Blockieren und einfach Damage raushauen. Hast du gerade echt deinen Hammer verfehlt? Ich denke mal, auch ein Donnergott ist nicht unfehlbar. Marvel hat uns das ja definitiv bewiesen. So, du gehst doch am besten mal direkt davor und haust den aufs Maul. Zurück. Okay, dafür hätte ich mir den Feuerball aufsparen müssen. Scheiße. Ah, yay. So, wie hatten wir das jetzt? Da, da, da. Fully loaded! Hier noch ein, hier noch ein. King Baby! Fully loaded!
So, bitte Erfahrung sammeln, so schnell wie möglich. Hallo! Also irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe irgendwas dagegen, Gegner anzugreifen, die sich momentan im Zorn des Waldes befinden. Was bescheuert ist, denn genau dann müsst ihr angreifen. So, jetzt einmal bitte schön aufs Maul gehen. Ja, guck, da greifst du jetzt plötzlich wieder an. Echt jetzt? Der mächtige Tor lässt sich von einem Schlitten erschlagen. Armselig. Ach du meine Güte. Nicht nochmal. Sehr gut. Sehr gut. Geh auf ihn drauf. Echt jetzt? Tor! Was soll das? Du hattest ihn doch tot! Und jetzt mache ich aus Wut schon wieder dieselben Fehler. Du gehst da hoch und stell dich diesmal bitte nicht ganz so bescheuert an. Er war doch schon tot. Warum habt ihr den nicht getötet? Get some! Hail to the king, baby! Bullseye! Fully loaded! For Midgard! For Midgard! I say the Nein, name. Da oben bleiben! Hail to the king, baby! Dich! Freedom! Verreckt, verreckt einfach. Ich will einfach nur noch, dass alle Trolle in diesem Level tot umfallen. Ich so langsam wirklich absolut keinen Nerv mehr auf diese Scheiße habe. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie häufig ich diesen Scheißlevel jetzt schon versucht habe. Wobei, ihr könnt es euch wahrscheinlich relativ gut vorstellen, wenn ihr den Supercut von meiner letzten Episode gesehen habt. Freedom! So, da oben wieder Erfahrung sammeln, bitte. Und jetzt müssen wir jede Menge Geld für jede Menge Schaden ausgeben. I say the name, I'll want. Wieder zu viele von euch beschissenen Schlittentrollen. Okay, sehr gut. Einmal kurz dann. Dann das Elektrofeld. Sehr
Sehr gut, du stunst gerade einfach nur die richtigen. Das ist sehr gut, Thor. So, bitte schön aufs Maul geben. Okay, zweiter Tesla steht. Das ist das Ziel, so schnell wie möglich den dritten rauszuhauen. Und dann sollte ich mit Gruppen von Gegnern eigentlich keine Probleme mehr haben. So. So, Tesla. For Midgard, Wrath of the Heavens! Heavy Metal Thunder! Wrath of the Heavens! Heavy Metal Thunder! Was zum Henker? Warum ist der da durch? Das gibt's doch nicht! Thor, du stehst doch da oben! Ich kann mich nicht die ganze Zeit darauf konzentrieren, dass da niemand durchkommt. Ich hab doch so ein bisschen die Erwartung in dich, dass du es schaffst, dass ein paar Eumel mit ihren Scheißschlitten da nicht durchkommen. Könntest du dich mal daran halten? Das ist peinlich. Der mächtige Donnergott, unfähig, einen Troll mit einem Schlitten aufzuhalten. Fully loaded! Dodge this! Freedom! Want some? Get some! Archers ready! Auf den Troll los. Er steht keine 30 cm von dir entfernt. Und du musst Erfahrung gewinnen. Warum um alles in der Welt bist du so blöd? Nur weil du der Gott der Stärke bist, heißt das nicht, dass du gleich automatisch dumm bist. So, bitte den einfach nicht durchlassen. Das ist doch alles, was ich erwarte. Schon wieder zu viele. Zu viele Bastarde mit ihren beschissenen Schlitten. Schön vernichten. Erwähnt
So, hier jetzt blockieren. Ich bin mir absolut sicher, da wird gleich wieder ein Haufen von diesen Schlittenbastarden kommen. Ja, da kommen sie schon, ne? Und wieder viel zu viele von denen. Okay, auf sich allein gestellt sind die Trollhäuptlinge nicht gerade sehr gefährlich. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich die überlebt habe. Bitte einfach nicht durchlassen, okay? Ich wollte ihn gerade bewegen. Bitte vernichten. Midgard, for Midgard, wrath of the heaven. Nein. Fick dich, Spiel. Fick dich einfach. Dodge this. Wer auch immer sich diesen Level ausgedacht hat, gehört, keine Ahnung, Lego unterm Fuß, irgendwas, was furchtbar weh macht. Hail to the King, baby! Fully loaded! Heavy Metal Thunder! Es ist nicht mehr lustig, dieser Level ist einfach nur Arsch! King, baby! So nach dem Motto, oh ja, wir kriegen es nicht hin, diesen einen Troll, der kein einziges Stückchen Leben mehr hat. Seine Lebensleiste ist sprichwörtlich so leer, dass man nicht einmal mehr das Grün sehen kann. Aber er kommt durch, weil wir zu blöd sind, noch einmal drauf zu schießen. Leck mich doch echt einfach nur am Arsch. Hau ihm ordentlich auf die Mütze. Jetzt hier aushelfen. Dann wieder hochgehen. Nichts durchlassen. Nichts durchlassen. Ich weiß, das ist eigentlich immer das Ziel in einem Tower-Defense-Spiel, aber in diesem Fall wirklich einfach, es ist doch nicht so schwer. Einfach dafür sorgen, dass vielleicht ein Angriff mehr auf die Trolle gemacht wird, dass sie nicht mit 0, gar nichts überleben. So, der beste Freund des Thor ist der Nikola Tesla, von daher bauen wir da jetzt noch weitere. Das wird funktionieren. Wir haben ja schon gesehen, dass es funktionieren kann. Bitte schön.
schön Erfahrung sammeln. Want some? Get some! I'm dating day, I'll want. Und dich behalte ich jetzt so lange wie möglich hier in dem Bereich, nirgendwo anders hin. Ja, das ist das Maximum, was du gehen darfst. Wieder hoch. Ride the lightning, freedom. So, Wölfe blockieren. Wölfe blockieren. Wenn ich hier jetzt den Feuerregen nicht ausgeben muss, dann habe ich den später. Heavy Metal Thunder! Oh, Midgard! Heavy Metal Thunder! Wrath of the Heaven! Bitte nicht die Trolle durchlassen! Wrath of the Heaven! Freedom! Nein, bleib da, bleibst du da und vernichtest den Troll. What the fuck? Ernsthaft, der eine da kommt nicht durch, nur weil ihr zu blöd seid, den anzugreifen. Der ist doch wohl eindeutig viel weiter gewesen als die da. Jetzt muss ich nur sicher gehen, dass ich Thor nicht sterben lasse. Heavy Metal Thunder! Oh, Midgard! Oh, Midgard! So jetzt. Boah, jetzt kommen die Brecher. Und jetzt wird das Problem kommen, dass mir ein bisschen der Schaden fehlt. Für einzelne Ziele meine ich natürlich. So, bitte kurz heilen. Sehr schön, gut gemacht, Thor. Damit treffe ich jetzt bitte alle. Vernichten, das ist nur noch ein einziger Gegner und dann habe ich den Level, glaube ich, geschafft. Wrath of the Heavens! Ich hab's endlich geschafft. Nichts wie weg hier. Ich will nichts mehr mit diesen Scheißbergen zu tun haben. Oh. Und dafür ist jetzt mal wieder ein Großteil von einer Episode draufgegangen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal was anfangen will, dann wird der Teil wieder so überlang. Okay, drei Level noch. Der hier und der hier. Und dann ist fertig. Hoffentlich. Endlich. Oh. Das war's für heute mit Kingdom Rush. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann lassen wir endlich diese beschissenen Berge hier hinter uns. Bis dahin, tschüss.